Hallo Wolfsburg, heute ist ein besonderer Tag. Wir haben das Vergnügen, eine neue Mitarbeiterin begrüßen zu können. Annabel Hein, seit heute Mitarbeiterin der Jugendförderung, vorher im Anerkennungsjahr im Kinder- und Jugendbüro und auch langjährige Projektstudentin in der digitalen offenen Kinder- und Jugendarbeit hier im Jugendhaus Ass. Ich freue mich als Stadtjugendpfleger total, dass das gelungen ist. Ich hoffe, dir geht das auch so. Ja, na klar. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren dabei. Ich habe im September 17 den ersten Tag hier gehabt und finde natürlich super, dass dann die ganze Zeit hier auch noch weitergeht und man das ganze Know-how aus den letzten Jahren gesammelt hat, jetzt nicht verloren geht. Ich freue mich total, dass wir Sie heute der Öffentlichkeit präsentieren dürfen. Das ist immer ein aufregender Moment und gerade auch in so besonderen Zeiten wie wir jetzt gerade haben. Alle Einrichtungen sind geschlossen, wir müssen neue Formate entwickeln. Ist das auch einer der Beiträge, die wir jetzt produzieren, halt in einem neuen Format? Nämlich, wir stellen Annabel nicht in einem Jugendzentrum vor, einer kleinen Gruppe, sondern gleich der gesamten Stadt und allen Menschen, die hier in Wolfsburg in irgendeiner Form mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun haben. Und ja, ich habe schon gesagt, herzlich willkommen, Annabel. Erster Arbeitstag, wie geht's dir? Mir geht es soweit super. Also ich freue mich total, dass ich endlich wieder hier sein darf, nach meiner kleinen Pause zwischen Anerkennungsjahr und heute. Und bin super gespannt, wie es die nächsten Jahre oder die nächste Zeit mit der Jugendförderung hier wird und wie wir auch die jetzige Situation zusammen meistern werden. Ja, was uns besonders freut, ist, dass du Erfahrungen oder viele Fertigkeiten in den digitalen Medien mitbringst. Wir haben ja eine außergewöhnliche Situation. Die Jugendhäuser sind derzeit geschlossen, werden auch in den nächsten Wochen noch geschlossen sein. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht für die Jugendlichen da sind. Aus diesem Grunde haben wir gesagt, wir verstärken unser digitales Engagement. Da bringst du bestimmte Qualifikationen oder auch Fertigkeiten mit. Was war dein erster Gedanke, als wir dir vorhin spontan eröffnet haben, dass wir ein Interview mit dir machen wollen und dass auch der Bereich der digitalen Medien in den ersten Wochen deines beruflichen Lebens in Wolfsburg auf der Tagesordnung steht? Was hast du da? Also zu dem Interview dachte ich mir erstmal, oh Gott, wie immer, wenn man selber aufgenommen wird, ist es schon sehr merkwürdig, vor der Kamera zu stehen, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber man gewöhnt sich an alles. Und zum Thema mehr mit den digitalen Medien zu machen und dass ich da jetzt mit ins Team reinrutsche und mehr mache, finde ich total großartig. Mein Schwerpunkt in der Uni, also in der Hochschule, war halt auch medienpädagogisch zu arbeiten und deshalb kann das nur gut werden. Aber gibt es bestimmte Sachen, wo du sagst, da würdest du jetzt in den nächsten Tagen schon mal angreifen und da würdest du den ersten Punkt setzen? Schwierige Frage, ja. Ich würde sagen, ganz klar, die erste Mitarbeit und das erste Entwickeln von Posts auf Instagram, auf Facebook, dass wir da vielleicht schon mal anfangen mit kleineren Videos und also nichts Großes, unsere Kollegen vorzustellen. Vielleicht mal gucken, dass man in den Stadtteilen kleinere Projekte macht, die natürlich mit genug Sicherheitsabstand irgendwie möglich sind, dass die Kinder und Jugendlichen trotzdem die Möglichkeit haben, draußen was zu machen und einfach aktiv werden und schon mal loslegen. Ich glaube, viel nachdenken, man kann auf keine Ressourcen zurückgreifen, das heißt, erst mal ausprobieren, machen und ran. Ja, das ist auch der Ansatz. Wir haben einfach im Moment ein Weißbuch vorliegen oder eine gerade Fläche, auf der wir Sachen ausprobieren können, wo wir einfach Erfahrungen sammeln, die wir dann auch über den Tag hinaus nutzen können. Wir haben in den letzten Wochen unheimlich viele neue Follower bei Instagram erhalten, aber auch bei Facebook. Das zeigt, letzten Endes Jugendarbeit kann digital stattfinden. Es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass Kinder- und Jugendarbeit immer auch von Beziehungen geprägt ist, also vom persönlichen Gespräch, auch persönlichen Gegenüber. Deshalb ist es toll, dass wir dich gewinnen konnten, damit wir halt zumindest visuell sichtbar werden. Und in den kommenden Tagen werden wir deshalb den ein oder anderen Beitrag produzieren. Da wirst du die Federführung haben. Ist ja auch wichtig, bei einem Neuanfang auch gleich eine konkrete Aufgabe mit auf den Weg zu bekommen. Da werden wir dich jetzt erstmal der digitalen, offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stellen. Wir freuen uns einfach, dass du da bist. Vielen Dank und einen guten Start. Vielen Dank, ich freue mich.